Willkommen zurück zu Let's Play Chrono Trigger Blind. Wir haben die ersten Blau-Imps hier besiegt. Hier unten, naja, geht's nirgendwo lang. Da unten haben wir schon den nächsten Blau-Imp gesehen. Über diese Brücke hier. Wo zum Teufel sind wir hier? Und die Vögel werfen Blau-Imps ab. Was geht denn hier ab? Na, egal, wer so hässlich ist, der hat auch eine Traktorie verdient. Zack und weg. Auf zum nächsten. Oh. Und kaputt. Wunderbar, 4 Erfahrungen erhalten, Tagpunkte. Und damit haben wir nicht nur ein Level Up, sondern auch den Zyklon gelernt. Gut. Wir sind jetzt übrigens auch Level 2, wunderbar. Gucken wir uns mal bei den Tags um. Zyklon, Wirbelattacke, nahe Gegner. Und wenn wir 87 haben, okay, 87 waren es, dann bekommen wir den Stich, unsere nächste Fähigkeit. Hier ist eine Kiste, jawohl. Ein Tonic erhalten, Tonic stellen 50 Lebenspunkte wieder her. Die werden wir gut aufbewahren. Und Krafthandschuhe erhalten. Direkt mal anziehen. Nein. Das wollte ich. Nein! Das wollte ich auch nicht. Das wollte ich. Wo haben wir es? Krafthandschuhe. Wir setzen, tauschen das Stürmer aus, gewinnen 2 Attack Power dazu, verlieren aber einmal Geschwindigkeit, die auf dem Stürmer drauf waren. Aber das machen wir. Gut, dann kämpfen wir uns mal weiter hier runter. Hier sind wieder 2 von den hässlichen Viechern. Und die haben noch ein drittes hässliches Viech mitgebracht. In grün. Und ich werde euch jetzt mal den Zyklon zeigen. So. Wir machen das auf dem Blau eben hier unten. Und ist das geil. Und die sind jetzt alle erledigt. Kostet 2 Magiepunkte. Wir können das also nicht dauerhaft einsetzen. Aber das ist eine richtig starke Fähigkeit, sobald die Gegner nah beieinander stehen. Was nicht immer der Fall ist. Also es kann auch passieren, dass einer ganz links außen, einer rechts außen steht und dann ist diese Fähigkeit natürlich so ein bisschen verschwendet, weil das ja eine AOE-Fertigkeit ist. Dann mal hier runter. Das kennen wir doch von irgendwoher. Mhm. 10G die Nacht. Bleibt ihr? Ja, machen wir. Wir bleiben, denn dadurch regenerieren wir unsere Lebenspunkte und unsere Magiepunkte. Und das ist eine gute Sache. Was ist das? Diese Kiste ist seit Generationen in der Familie. Öffnet sie und ihr Inhalt gehört euch. Durch geheimnisvolle Kraft versiegelt. Ja, fantastisch. Super. Die können wir also nicht öffnen. Können wir irgendwas mitnehmen? Ne, können wir nicht. Wer bist du denn? Wo du hier bist, noch alles in Ordnung. Dies ist das Königreich Gardia. Wir kämpfen gegen Margus Armee. Margus Armee? Wusstest du das? Ja, nein. Herrlich, wir brauchen ja unbedingt unwissende Fremde hier. Haben wir auf dem Fest, auf der 1000-Jahr-Feier nicht irgendwas gehört, dass wir gegen Margus gekämpft haben vor 400 Jahren? War da nicht was? Hm. Margus Armee hat die Zenanbrücke zerstört, sodass niemand nach Süden kann. Können wir mit der Frau? Können wir nicht reden? Zum Glück, sie haben Königin Lena endlich gefunden, in den Bergen. Die ist sicher froh, zu Hause zu sein. Naja. Das ist sehr merkwürdig. Ein Wohnhaus. Ich bin Banta, der Schmied. Ich fertige eine Glocke für den König, als Geschenk für seine geliebte Lena. Als die Königin verschwand, hörte ich auf. Ich konnte einfach nicht daran weiterarbeiten. Doch nun bin ich wieder eifrig dabei. Jo, ist in Ordnung. Sonst haben wir hier nichts. Gut. Laden. Gucken wir hier noch in dem Wohnhaus. Eine Jahrtausendfeier? Hier? Wovon redest du? Wir schreiben das Jahr 600 und der 21. König von Gardia regiert. 600? Hm. Okay, also ich weiß ja nicht, was Luca da gebaut hat, aber irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Ihr kämpft gegen Margus? Wunderbar. Denkt dran, die gekauften Waffen aufzurüsten. Kein Schaufensterbummeln. Was wollt ihr? Wir haben 499 Gold. Das ist nicht viel. Auch wenn wir anscheinend in der Zeit so 400 Jahre zurückgereist sind, haben wir immer noch die gleichen Sachen. Heilung, Wiederbelebung, Unterkunft. Füllt alle Lebenspunkte Magie. Alle auf, von allen Gruppenmitgliedern. Das geht aber anscheinend nur auf einem Speicherpunkt, denn wir können nicht überall speichern. Es gibt da spezielle Speicherstellen für, wenn wir unterwegs sind. 150, das wäre eigentlich ganz geil. Aber das ist teuer Belebung. Ich werde ein paar Tonics kaufen. Und wie viel haben wir denn? Ja, komm.
Wir können nur... Okay. Direkt mal davon will ich hier. Einmal unter... Nee. Nee, nee, nur Tonics. Danke, bis bald. Die können wir gut gebrauchen. Ansonsten gibt es jetzt nichts. Und dann gehen wir mal in den Guardia-Wald. Wir wollen nämlich zum Schloss. Ja, auf meinem ersten Probelauf habe ich mir keine Tonics gekauft und ich musste feststellen, dass man die noch gebrauchen kann. Deswegen decke ich mich jetzt lieber ein bisschen ein. Die Blau-Imps gibt es auch in Grün. Gift-Imp. Aber machen wir erstmal den Rolli kaputt. Ja, alle mit einem Schlag kaputt. Und was macht der denn hier für Fratzen? Ich glaube, ich spinne. Ja, erst so Faxen machen und dann auch noch angreifen. Ich glaube, es sagt. Oh, der hält sogar zwei aus. Gut. Komm, aufladen, aufladen. Machen wir erst den Ball weg. Denn der ist mit einem Schlag auf jeden Fall da. Der ist wieder so frech. Was soll denn das? Kifft im von wegen. Die Gegner droppen auch schöne Tonics. Die werden wir alle sammeln und hier glitzert was. Eine Kraftpille gefunden. Kraftpillen. Objekte. Attack Power plus 1. Geben wir die Chrono? Ja, geben wir Chrono. Kann nicht schaden. Wenn der schön mit dem Schwert drauf klopft, brauchen wir ordentlich Kraft. Und da ist noch was. Aber erstmal Gegner. Tja, deswegen heißen die Rollis, weil die Giftims darauf rumrollen. Rollireiter. Oh Mann. Okay, die sind noch ein bisschen stärker, aber die greifen zumindest noch nicht an. Ah, zwei Schläge. Ja, zwei Schläge reichen. Wunderbar. Kommt, macht ihr auch was? Ja, dann halt nicht. Ui, schön. 54. Wunderbar. Und die geben auch ordentlich Gold. Ha, hier gibt's gar nichts. Das war nur eine Falle von denen. Das sind ja gerissene Hunde. Ihr seht, die Kämpfe sind nicht so ganz zufallsbasiert, wie das bei Final Fantasy der Fall ist. Oder praktisch der Bildschirm dann einmal aufleuchtet, die Musik ertönt und... Ja, ihr kennt es ja. Jetzt in dem Fall springen sie halt aus dem Busch und in anderen Fällen rennen die halt schon nur rum. Wir laufen rein und dann geht's halt automatisch los. Ist kein allzu großer Unterschied, aber ich finde es ehrlich gesagt trotzdem sehr schön. Also es hat mir bisher richtig gut gefallen. Denn dieses aufploppende Unsichtbare bei Final Fantasy... Ich meine, man gewöhnt sich irgendwann dran, aber so wie die das hier gemacht haben, das finde ich richtig stark. Gegner sind natürlich alle noch recht schwach. Da war da was. Ah, kommt raus. Okay, wieder zwei Roller. An denen hätten wir jetzt auch vorbeigehen können. Dann hätten wir nicht gegen kämpfen müssen. Aber die Erfahrung nehmen wir jetzt mit. Oh, 12 Schaden, okay. Da war ich vielleicht etwas voreilig. Greift er auch nochmal an? Nee. Okay, kein Crit. Komm. Einmal noch. Zack und weg. Gute Arbeit. Oh, nächstes Level Up. Beim Level Up erhöht sich, beziehungsweise regeneriert sich unsere... oh, entschuldigt bitte. Regenerieren sich unsere Lebens- und Magiepunkte leider nicht. Hier ist nichts außer Gegner, Vögel, blaue Adler. Ja, 8 Schaden. Aber halt auch nicht viel aus. Was kommt jetzt? Oh. Komm. Ich glaube, wir hatten uns jetzt mit so einem... Au, scheiße, nicht gut. Okay. Objekt, Tornik, ja. Auch 50 dazu halten. Denn mit der nächsten Attacke wären wir kaputt gewesen. Hat natürlich auch jetzt unseren Balken zurückgesetzt. Aber das war es wert. Und ich glaube, die haben uns hier mit einem Debuff belegt. Deswegen leuchten wir auch so. Und wir greifen deswegen langsam an. Und langsam angreifen ist scheiße. Denn die haben... fehlgeschlagen, sehr gut. Die haben auch so einen Balken, den wir halt natürlich nicht sehen. Und der bestimmt dann auch, wie schnell bzw. wie oft sie angreifen. Wenn wir jetzt rechts weitergehen, kommen wir wieder zurück zum Eingang des Waldes. Da wollen wir nicht hin, wir haben Heilung erhalten. Gut. Wir wollen jetzt hier raus. Und zwar war das hier.
das war hier. Gehen wir erstmal noch hier lang. Ist hier irgendwas? Da ist eine... Ja, die kriegen wir aber nicht. Ist da ein Schild? Hier endet der Weg. Super. Gott sei Dank war das Schild dafür da, sonst hätte ich es niemals rausgefunden. Auf ins Schloss. Schloss Guardia. Halt! Wer wagt das? Guck dir nur die Haare an. Woher kommst du, Kerl? Bist du einer von Margus' Leuten? Wohl kaum. Kleine Kinder nehmen dich gar nicht erst auf. Dann geh wieder brav spielen, ja? Und jetzt raus mit dir. Sofort aufhören. Königin Lena. Hallöchen. Er weist ihm Respekt. Dies ist ein Freund von mir. Aber er ist irgendwie seltsam. Die strengen Blicke. Er gehorcht mir nicht. Vergebung, gnädiger. Bitte tretet ein her. So, die machen jetzt keine Zecken mehr. Hallöchen, wer bist du? Herr, ich verstehe, dass ihr meine liebe Frau gerettet habt. Aber was ist denn genau passiert? Lena benimmt sich sehr seltsam. Und sie hat ihre Korallenmorsche verloren, die sie sonst wie ihren Augapfel hütete. Vergebung, ihr seid müde. Hierfür ist später Zeit. Ruht in Rittergemächern im unteren Stock links. Grummel, grummel. Wo willst du denn hin? Direkt mal hinterher. So, oder erstmal vorbei. Okay, doch nicht vorbei. Gucken wir mal, haben wir hier irgendwas? Nee. Da ist eine Kiste. 100 Gold, jawohl. Hier ist hier auch. Ah, hier ist wieder so eine schwarze Box, die können wir aber nicht öffnen. Und hier ist der Kanzler. Nom, nom, nom. Geiler Sprung. Was ist? Geh mir aus den Augen. Der ist ein bisschen. Jo. Unter uns gesagt. Der Kanzler benimmt sich seltsam in letzter Zeit. Er schleicht nachts herum. Naja, der sieht auch ein bisschen komisch aus. Ist da eine Kiste? Sagt mir fast so aus, aber nein, ist keine Kiste. Der Kanzler soll verrückt geworden sein, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Er ist ein netter Mann. Er geht jeden Tag in die Kathedrale. Ja, ja. Jeder nette Mensch geht jeden Tag schön in die Kathedrale. Wie im richtigen Leben. Dem Kanzler können wir jetzt aber leider nicht reden. Habe ich auch überhaupt keinen Bock drauf. So, dann gehen wir mal hier lang. Erstmal das Schloss erkunden. Gibt es da bestimmt noch ein paar Kisten, die wir rausnehmen können, oder? Ja, hier nicht. Aber hier. Eine Tonic gehalten. Ja, davon brauchen wir ordentlich was. Hier ist nichts. Und hier. Die Königin wartet. Alles klar. Königin sollen wir nicht warten lassen. Königin Marla. Ah, da seid ihr. Bitte, lasst uns allein. Ich muss mit dieser Person reden. Natürlich, eure Hoheit. Okay, die Stimme war mal extrem unpassend. Was hast du zu sagen? Kommt näher her. Ja, noch näher? Habe ich dich reingelegt, was, Chrono? Ich bin's. Aber alle hier nennen mich Lena. Oh mein Gott. Ich bin so froh, dass du hier bist. Wir kennen uns noch kaum, aber irgendwie wusste ich, dass du kommst. Danke, Chrono. Etwas stimmt nicht. Was ist das? Es ist, als ob ich auseinandergerissen würde. Was ist da los? Hilfe, Chrono, ich habe Angst. Oh, oh. Das ist nicht gut. Okay, was mit Marlene ist, mit Marlene ist, werden wir im nächsten Teil herausfinden. Bis dann.